Servus Leute, es ist soweit. Patch 0.13 steht vor der Tür, Streets of Tarkov und natürlich auch ein Wipe. Und was uns da alles erwartet, habe ich euch in diesem Video mal zusammengefasst. Viel Spaß! Kommen wir als erstes zu Streets of Tarkov, dem Aufhänger für diesen Patch-Wipe. Und das ist eine Map, die war wirklich über Jahre in Entwicklung. Tatsächlich gab es die ersten Bilder schon, bevor ich überhaupt mit Tarkov angefangen habe. Das war Mitte 2017 gab es, glaube ich, die ersten Streets-Bilder. Und dann über die Jahre immer wieder mehr Bilder und sie wurde immer wieder verschoben und angeteased. Es gab vor mehr als einem Jahr schon einen Trailer. Ich glaube, 1,5 Jahre ist es her, dieser Trailer mit dem BTR und den Wänden, die man kaputt machen kann. Und sie haben da wirklich sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt. Und jetzt sehen wir es jetzt tatsächlich in der ersten Version. Die erste Version von Streets of Tarkov. Mal sehen, was da wirklich drin ist. Es wird kein Scav-Boss da sein. Sie wird wahrscheinlich sehr groß werden. Man kann drauf questen, man kann looten, man kann PvP natürlich. Aber was von diesen Mechaniken oder von diesen speziellen Features da wirklich drin ist, die da schon angeteased wurden, bleibt abzuwarten. Aber die Map kann, so wie, wie ich PSG und Nikita verstanden habe, immer weiter erweitert werden. Und es wird auch passieren. Sozusagen ist es die erste Iteration von Streets of Tarkov, die diesen Vibe kommt. Und dann wird die immer weiter erweitert. Und es wird die Kernmap sein von Tarkov. Das ganze Spiel wird, denke ich mal, dann mehr und mehr rund um Streets of Tarkov aufgebaut. Aber das ist Zukunftsmusik, noch nicht von diesem Patch. Wir werden die Map auf jeden Fall spielen können und sie wird auf jeden Fall sehr groß sein und wenn ihr Bilder sehen wollt, ihr könnt natürlich hier ein Beispielbild. Ihr könnt auf Instagram schauen, ihr könnt auf Twitter schauen, da hat PSG immer mal wieder Bilder rausgehauen. Ihr könnt euch gerne anschauen, aber das wirklich Interessante wird sein, die Map dann selber zu spielen. Der nächste große Punkt in diesem Patch wird sein, der Lightkeeper und sein Begleiter Zraki, ein Kultistenboss, wenn man es genau nimmt. Der Lightkeeper ist ja auch von der Story irgendwie bei den Kultisten mit dabei. Der wird auf dem Leuchtturm auf Lighthouse sein. Das ist ein Trader, ein Händler, der im Raid ist, bei dem man in irgendeiner Weise handeln kann. Wie das genau aussehen wird, weiß man noch nicht. Nikita hat es dieses Feature auch verschoben. Also das erste Mal wurde der auch schon vor einem Jahr erwartet. Aber es hat sich dann immer wieder verschoben und jetzt kommt er tatsächlich erst gleichzeitig mit Streets. Er war wohl nicht ganz zufrieden, wie sich das Ganze verhalten hat und jetzt ist es wohl soweit. Und ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt wird. Man hat auch einen kurzen Trailer gesehen von Zraki, wie er am Lighthouse da mit seiner, ich glaube eine MK18 war es, oder eine AXMC mit Reap IR und da die Leute wegsniped. Bienen waren zu sehen und bleibt abzuwarten, wie das genau umgesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie eine Art Rufsystem gibt, mit dem man dann beim Lightkeeper einkaufen kann und man sich gut stellen kann mit dem, weil irgendwie muss man es ja auch darüber schaffen. Aber alles Spekulation, wenn wir dann sehen, wenn es wirklich soweit ist und wenn man da das erstmal rüberläuft auf Lighthouse und ja, es wird auf jeden Fall ein harter Weg zum Lightkeeper und nicht ganz einfach da hinzugehen und zu handeln und wird auf jeden Fall ein Hotspot und die Map Lighthouse um einiges verändern, wegverlagern nur von diesem von dem Klärwerk, wo die USEX sind, sondern auch auf die andere Seite zum Lightkeeper. Da ist dann auf jeden Fall einiges an PvE geboten auf Lighthouse. Wahrscheinlich sogar die PvE-Map diesen Vibe. Aber wie gesagt, auch bloß Spekulation. Das können wir auf Lighthouse erwarten, rund um den Lightkeeper. Neue Waffen wird es natürlich auch geben. Die AUG wurde von Nikita gepostet. Es wird Unterlauf-Granatwerfer geben für AKs und auch für AR-15, also M4. Plattformen und je nachdem, wo die dann überall dran gehen, die werden wahrscheinlich an sehr viele Waffen rangehen. Ich würde mir aber bei den Granatwerfern keine Sorgen machen, dass die zu arg präsent sind. Sie sind zwar ziemlich stark, aber dann natürlich auch wieder über den Preis und über die Verfügbarkeit limitiert. Deswegen, es wird jetzt nicht so sein, dass jeder auf einmal mit einem Unterlauf-Granatwerfer rumrennt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Des Weiteren soll auch, denke ich mal, eine neue russische Submachine Gun kommen. Im Kaliber von der Shrimp, ich glaube, das ist 9x21, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr gute Ammo, die beste Pistolen-Ammo im Spiel. Wird sicherlich interessant, je nachdem, wie arg Modbody ist, wie die Feuerrate ist. Aber eine Submachine Gun ja, hat auf jeden Fall im Nahkampf immer gutes Potenzial. Die AUG muss man mal schauen, wo sie sich einordnet. Ist wieder eine 556-Waffe, die ja so mittelmäßig modbar ist, wenn man hier im Bild glauben kann. Und ich denke, die AUG wird so denselben Weg gehen wie das G36. Es wird sich im Mittelfeld ansiedeln, spielbar, aber nicht komplett im Meta. Die M4 und auch die HK416 wird im 556-Bereich besser sein. Da kann man auch vielleicht erwarten, dass sich da ein bisschen was verändert, dass 556 wieder allgemein stärker wird. Also so Balancing-Sachen wird es rund um die Waffen natürlich geben. Und es kann auch immer wieder Überraschungen geben. Also es wurde sicherlich alles angeteased. Mal sehen, was da kommt, was da noch waffenmäßig am Start ist. Und ja, auf jeden Fall auf die AUG freuen sich ja viele. Die Unterlaufgranatwerfer, oh, ich finde es eine gute Sache. Und ja,
Haufen neue Waffen, dazu Streets, kann bloß gut werden. Das Hideout soll weiter erweitert werden, mit einem Gym zum Beispiel, davon wurde geredet oder auch gepostet. Und natürlich, denke ich mal, noch andere Erweiterungen und ja, dass das Hideout grundsätzlich mehr eingebunden wird, mehr nützlich wird, dass man da mehr bauen kann. Dann die Skills sollen überarbeitet werden, es wird natürlich einen Haufen Balancing geben. Ich hoffe für meinen Teil, dass zum Beispiel mal BP-Ammo ein bisschen, ja, angeglichen wird, dass vielleicht die anderen Waffen stärker werden oder BP, die Mutant, die RD oder auch die AKM in diesem Kaliber halt wegen Verfügbarkeit und wie stark die Waffen sind, das Gesamtpaket von diesen Waffen, dass das ein bisschen angeglichen wird, aber ich denke mal, das hat ESG auf dem Schirm. Wie gesagt, dass vielleicht 556 wieder ein bisschen stärker wird, also die zweite Kategorie von den Meta-Waffen. Es soll ein Engine-Update geben. Das war angekündigt mit Streets of Tarkov müssen sie die Engine updaten. Das ist aber ja eher eine kann groß ausfallen, kann klein ausfallen. Dadurch wird die Performance, denke ich mal, besser. AMD FSR soll auf 2.1 geupdatet werden, so viel ich gehört habe. Es wird wahrscheinlich noch einen Haufen andere Features geben, die sie ja definitiv nicht vorher ankündigen. Außerdem, Nikita ist auch auf dem Trip. Er kündigt grundsätzlich eh nicht alles an, sondern er will auch den Überraschungseffekt, dass wir Sachen einfach rausfinden. Also wir werden diesen Patch anfangen. Und es wird keine kompletten Patch-Notes vorher geben. Und wir spielen einfach und dann wird sich so langsam rausstellen, okay, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Und oh, hier, Überraschung. Darauf können wir uns auf jeden Fall einstellen. Er ist immer, bei ganz BSG ist immer auf diesen Wow-Effekt aus, den sie auslösen wollen. Deswegen wird es immer vorher nicht angekündigt. Patch-Notes werden erst, ja, ein paar Tage später released oder vorläufige. Je nachdem, wie sie es halt machen. Und ich denke mal, dass die Quests vielleicht ein bisschen angeglichen würden. Auf Streets wird es Quests geben. Und lauter solche Sachen. Wie gesagt, vieles, was im Patch ist, wollten sie uns vorher nicht verraten. Es wird auf jeden Fall der größte Patch, den Tarkov je gesehen hat. Da würde ich von ausgehen. Es wird aber auch Zeit. Wir hatten jetzt ein Jahr in Tarkov. Ja, vor einem Jahr kam Lighthouse raus. Da war nicht so viel mit Content. Der Lightkeeper hat dann auf sich warten lassen und kam, ja, kommt wie gesagt erst jetzt. Er kam ja noch gar nicht. Und ich denke mal, das wird aber ein Riesending für Tarkov, Streets of Tarkov. Und es wird das Game auch in einer gewissen Weise ein bisschen verändern. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das ganze Spiel sich irgendwann rund um Streets of Tarkov bildet. So Sachen wie zum Beispiel, dass Labs nur noch über andere Maps zugänglich ist, über Factory oder so. Damit kann man auch rechnen, dass darüber wurde gesprochen. Aber ich lasse mich für meinen Teil einfach überraschen. Ich freue mich auf das, was angekündigt ist und auf alles, was jetzt hier nicht angekündigt ist. Da wird es den einen oder anderen Wow-Effekt geben. Wird auf jeden Fall geiler Patch. Ich freue mich drauf. Das war meine Zusammenfassung zum Patch 0.13 bzw. dem Streets of Tarkov Vibe. Ich wollte jetzt nicht zu arg spekulieren und ins Detail gehen. Das können wir dann machen, wenn der Patch wirklich da ist und ich den gespielt habe. Dann werde ich euch da nochmal detaillierter meine Meinung in einem Video zusammenfassen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Der Vibe kann noch diese Woche passieren oder auch nach Weihnachten ist alles möglich. Sie machen ja da immer ein Riesengeheimnis draus, aber wir können spekulieren. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr vermutet, wann der Vibe kommt und auf was ihr euch am meisten freut. Das würde mich wirklich interessieren. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video, wie gesagt. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.